Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer täglichen Dosis und ich mache mal einer hier auf Angeber, wieder Mark Hagenbeck. Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen und wir haben heute den 22. März. Richtig. Und der 22. März, ich setze mir wieder ein Ordnerchen. Und der 22. März hat Geburtstag Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Yes. Kannst du auch nicht im besoffenen Zustand aussprechen? Bekannt aus Filmen wie Walk the Line, Eiskalte Engel, ja, sowas. Was habe ich noch in der Liste? Natürlich Blond. Naja, komm, das ist egal. Aber Eiskalte Engel und Walk the Line kennt man. Eiskalte Engel, ja, und Walk the Line natürlich, klar. Als Cash-Fans, ne? Kennen wir das natürlich. Als Johnny Cash-Fans? Beides. Ja. Ich bin Johnny Cash und Cash-Fan. Ja, einmal Cash und Johnny Cash. Ja, ja. Was war noch am 22. März? Ja, wo wir gerade bei Filmen sind, am 22. März 1994 hat Steven Spielberg für seinen Film Schindlers Liste 7 sensationelle Oscars bekommen. 7 Stück. Aber der war auch gut, ne? Der war genial. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den 5-mal geguckt oder so. Oder vielleicht sogar noch öfter. Also ich habe mindestens einmal geguckt, ey. Mindestens. Und ich fand ihn schon beim ersten Mal richtig gut. Ja, am 22. März ist auch Folgendes passiert. 1974 hat der Bundestag erklärt, dass man mit 18 volljährig ist. Gott sei Dank. Und vorher war man mit 21 volljährig, oder? Ja, ja. Aber wieso Gott sei Dank? Naja, ist doch besser als noch 3 Jahre zu warten. Ja, aber vielleicht ist man ja noch gar nicht so weit. Das stimmt schon. Also ich mit 18 war noch Pippi. Das stimmt allerdings. Also ich war mit 21 auch noch im kritischen Bereich. Also ich war mit 21 3 Jahre älter. Ja. Ne? Ja. Ja, das haben wir heute jetzt gelernt. 22. März. Also Reese Witherspoon hat Geburtstag. Mit 18 ist man volljährig seit 1974 am 22. März. Und Schindlers Liste kann man mehr als einmal gucken. Kann man, ja. Aber es dauert halt sau lange. Aber es lohnt sich. Holt euch eine Tüte Chips dazu. Eine Tüte reicht nicht. Nee. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski!